Egal ob Salami oder Hawaii, Margarita oder Pepperoni, auf eines können sich alle einigen. Eine gute Pizza gehört zu den wohl besten und auch leckersten Dingen auf dieser Erde. Deshalb gibt's heute für euch 10 unnütze Fakten über Pizza. Los geht's! Nummer 10. Eine der allerersten Firmen, die Tiefkühlpizza herstellten, wurde von einer Familie mit dem Namen Pizza geführt. Ich frag mich, wie die Tochter mit Vornamen hieß. Vielleicht Margarita Pizza? Platz 9. Zurzeit arbeitet die NASA an einer revolutionären Erfindung. Sie entwickeln gerade einen 3D-Drucker, mit dem man auch Pizza für die Astronauten drucken könnte. Geile Erfindung, aber was ist, wenn es mal einen Druckfehler gibt und anstatt der Salami-Pizza plötzlich eine Tofu-Pizza rauskommt? Naja, Pizza ist Pizza. Und die Nummer 8. In den USA werden jede Sekunde ca. 350 Stück Pizza verkauft. Jede Minute sind das 21.000, jede Stunde 1.260.000 und an einem Tag über 30 Millionen Pizzastücken. Stellt euch die mal alle auf einem Haufen vor. Nummer 7. Seit 1987 gilt in den USA der Oktober als offizieller Pizzamonat. Vielleicht sollten wir uns daran mal ein Beispiel nehmen. Und die Nummer 6. In Alaska treibt man den Pizzalieferdienst auf ein ganz neues Level. Hier werden Pizzen nämlich auch per Flugzeug geliefert. Na, ob die dann auch warm ankommt? Gerade in Alaska? Platz 5. Die beliebte, aber auch oft umstrittene Pizza Hawaii stammt gar nicht aus Hawaii. Eigentlich wurde sie in Kanada erfunden. Ich fühle mich betrogen. Und weiter mit der Top 4. Einige Pizzerien in Kambodscha in Südostasien bieten eine Pizza mit dem Namen Happy Pizza an. Im Prinzip ist es eine ganz normale Pizza, allerdings mit einer Geheimzutat: Marihuana. Nummer 3. Statistisch gesehen ist Samstag der beliebteste Tag für das Essen von Pizza. Platz 2. Der Polizeimörder Philip Workman wurde zum Tode verurteilt. Anstelle seiner Henkersmahlzeit fragte er, ob die Wärter einem Obdachlosen eine vegetarische Pizza bringen könnten. Die Wärter lehnten allerdings die Bitte ab, aber nach Philips Tod spendeten eine Menge Menschen Pizzen an Obdachlose, um Philips letzten Wunsch zu würdigen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Der weltweit bekannte Pizzalieferdienst Pizza Hut hatte einmal vor, das Logo ihrer Firma mit Hilfe von Lasern in den Mond einzugravieren. Der Plan scheiterte, weil das Logo in etwa die Größe von Texas gebraucht hätte, damit man es von hier der Erde aus hätte erkennen können. Bestimmt hätten da auch einige Regierungen was dagegen gehabt, aber naja, an sich eine gute Idee, um Werbung zu machen. Auf dem Mond. Okay. Wenn ihr jetzt noch was über die größte Pizza der Welt wissen wollt, dann schaut doch einfach unser Video Die größten Dinge der Welt an. Dort kommt das nämlich vor. Einfach hier klicken oder in der Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.